Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Prison Architect in unserem kleinen Gefängnis und Tag Nummer 16. Ja, mit einer kleinen... was ist mit dir? Komm, lass mal raus hier. Mit einer kleinen, Nachreichung zur letzten Folge, wo ich ja stolz auf mich war und gedacht habe, ja, jetzt habe ich ja endlich mal alles richtig gemacht hier. Wir haben ja die Routen neu organisiert und haben wir so ein bisschen geschaut hier mit der Aufteilung, ne, im Bereich Besucher am Zimmer und so, dass wir hier noch eine Hundepatrouille reinführen. Ja, und vor lauter Hurra und Freude darüber habe ich ganz vergessen, dass ich ja zur Essenszeit bzw. zur Hofzeit auch eine Hundepatrouille hatte. Die habe ich ja wieder rausgekickt und da habe ich einen entsprechenden Kommentar bekommen. So nach dem Motto, feier mal nicht zu früh. Ja, absolut richtig, habe ich gepennt. Mal wieder, weil ich es kann. So, und da wollen wir hier den Hund reinsetzen, ne? Und hier bei Hofe haben wir Wachen im Hof stationiert. Genau, da brauchen wir ebenfalls eine Hundepatrouille. So, dann haben wir das am Start. Also wir haben zu der Zeit zwei Hundepatrouillen hier. Essenszeit und zum Hof haben wir zwei Hundepatrouillen hier. Und wenn es nachts ist, dann latschen die hier einmal außen rum. Das ist auch okay. Ich bin am Überlegen. Moment, wenn sie duschen, macht es Sinn, dass hier auch eine Hundepatrouille ist? Oder haben wir sie schon genug geärgert? Weil irgendwann müssen die ja auch mal schlafen, ne? Die Hunde, ist mir auch klar. Dann würde ich sagen, dann schicken wir sie da zum Schlafen. Ja, komm, das lassen wir so. Hier wird schon geschnüffelt. Mhm. So, wie sieht es denn aktuell aus eigentlich? Alle Zellen sind belegt. Es ist Arbeit bzw. nichts. Wir haben keine Bewährungsanhörung aktuell. 9 warten zwar drauf. Ein Häftling muss bald entlassen werden. Okay, dann wird bald eine Zelle frei. Das ist auch schön. Die Werkstatt müssen wir noch machen. Ja, habe ich noch nicht am Start. So. Hier in der Küche wird gearbeitet. Der hat auch schon ordentlich Geld verdient, ne? Hat schon 13 Dollar auf der hohen Kante. Ich frage mich allerdings, kriege ich das mit, wenn die hier... Wo ist denn der Shop? Sag mal, bin ich jetzt blöd? Wo ist denn der Laden? Da, mein Gott, oh. Was ist denn der? Ach, der hat ein Bild oder was? Ist das ein Bild oder ein Buch mit Bild? Sieht auf jeden Fall mal nicht illegal aus. Taschendiebstahl, mhm. Ja, was ich sagen wollte, wenn die Jungs Geld verdienen... Oh, schau doch mal hier, mein Gott. Nur eine 6er Bewertung. Weißt du was, du wirst jetzt mal durchsucht. Einfach so, und die Zelle wird auch durchsucht, ne? Ja, geben die das da... Wofür geben die da die Kohle aus? Was kommt da rein? Ne? Man weiß es nicht. Ich meine, was reinkommt, wenn die Zigaretten oder sonst irgendwas holen, ne, das ist ja dann eh alles verboten. So, was bist du? Du bist der Rote, gell, bei uns. Stimmt, du bist der Rote. Der hat mehrere umgebracht, deswegen haben wir ihn auf Rot gesetzt. Der hat eine aktive Abhängigkeit. Alkoholiker. Aber wenig auf Chance auf Erfolg, sieht nicht gut aus. Wenig Chance auf Erfolg. So, Kameras. Wollen wir auch haben. Überwachungskamera. Also, pass auf. Ich hätte gerne in der Wäscherei eine Kamera. Man weiß ja nie, was die Jungs da so treiben. Ne? Dann will ich im Laden. Ich will im Laden auch eine Kamera haben. Und in meinem Unterrichtsraum will ich auch eine haben. Und in der Werkstatt will ich dann auch eine haben. Und im Putzmittelschrank wäre mir das auch ganz recht. Personalraum brauche ich, glaube ich, nicht. Nee, ist, glaube ich, übrig. Aber in der Kapelle dürfte er... Er, sage ich schon, dürfte die Kamera nicht schaden. So. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis der ganze Blödsinn wieder installiert ist, ne? Dauert jetzt wieder ein bisschen. So, erneut Essenszeit. So, jetzt müsste hier der Hund kommen. Vorausgesetzt, die Einstellung greift schon. Ja, sie greift schon. Da kommt er auch schon. Da kommt der Hund. Der schnüffelt auch schon sehr erfolgreich. Genau. Ah, da gibt es lecker Essen. Normalerweise müsste der Hund ja in der Kantine komplett hohl drehen, ne? Ah, ja, fürs Foto.
Der müsste da komplett durchdrehen, weil der mal alles, was da lecker zum Essen gibt, ne? Ich meine, welcher Hund wird da nicht ein bisschen nervös? Da denkt er an alles andere als an Gefangene zu durchsuchen. Da wird es doch mal lecker, lecker schmecker. Happy, happy. Ja, aber die sind alle sehr entspannt, habe ich den Eindruck. Die sind alle sehr entspannt. Ich weiß gar nicht, ob ich dem Braten trauen kann. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine Razzia machen. Es wäre, glaube ich, mal wieder Zeit für eine Razzia. Können wir jetzt dann gerne machen. So, jetzt ist wieder vorbei mit dem Essen. Ne? Genau, jetzt ist noch Freizeit. Die letzte Freizeit, bevor es in die Haia geht. Haia ist um 22 Uhr, ne? Genau, da ist dann ab in Richtung Pofen. Und was machen die anderen? Ah, die sind noch eingesperrt. Schauen wir uns die beiden Schutzhäftlinge mal an, wenn wir sie denn sehen. Da ist einer. Wie geht's dir so? Weiß immer schon irgendwas oder... Ja, dem geht's gut. Okay. Oh, da ist eine Gabel gefunden worden. Das sehen wir nicht so gern. So, wo ist der andere? Gelbe? War der nicht hier irgendwo? Ach Gott, ich sehe ihn gerade nicht. Naja, mein Gott, die sind nicht so schlimm, oder? So, die gehen schon vorzeitig in die Zellen. Das muss man mal verstehen. Alphabetisierung möchte der. Auch dem geht's so gut, glaube ich. Denen geht's alle definitiv zu gut, glaube ich, da. Was ist denn hier los? So, Map, auf geht's, Freunde. Razzia, zwar mal richtig. In der Zwischenzeit wollen wir hier mal die Kameras anbinden. Das war hier mit verbinden. Zack. Und nochmal. Unten haben wir noch eine, gell? Da und da. Und da. Und ich weiß gar nicht, wie viel passen denn da hin eigentlich und so ein Teil. Steht es irgendwo? Überwachungsmonitore. Steht es irgendwo? Wie viel so ein Teil aushält? Verbinden. Überwachungskamera. Überwachungsmonitor. Ach, höchstens 8 Kameras zeitgleich. Wenn sie mehr als 8 Kameras haben, schaltet er durch. Mhm. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt? Moment, muss ich mir nochmal kurz anschauen. 4, 5, 6, 7. Eine haben wir noch frei. Ha. Eine haben wir noch frei. Wo würde die Sinn machen? Eine Kantine eigentlich nicht, ne? Klar, ein Bewährungszimmer. Wenn hier was ist, dann ist die Wache stationiert. Dann sehen wir sowieso, was da los ist. Aber jetzt sehen wir hier wenigstens auch mal, was am Start ist, ne? Haben wir Unterricht schon angesetzt? Noch gar nicht, gell? Oder? Wir haben noch keinen Unterricht am Start. So, lalala. Das mit der Küche würde ich gerne lassen. Das mit dem Alkoholiker ist hoffentlich bald erledigt. Oh, wir haben zwei erfolgreich in Bewährung geschickt. Oder sie haben erfolgreich Bewährung gehabt, besser gesagt, und durften dann gehen. Das mit der geistigen Führung, das scheint auch noch relativ gut zu laufen. Ne? Das ist immer ausgebucht, das Ding. Grundlagenbildung, jetzt wird es interessant. Lesen und Schreiben, das ist, glaube ich, auch dieses Alphabetisierung, was sie sich wünschen, ne? Kostet 300. Ja gut, komm, wir könnten es uns eigentlich leisten. Da sind auch schon wieder zwei in Warteschlange. Ja komm, wenn sie eine Sucht haben, ist auch nicht gut, gell? Wir können es uns leisten. Grundlagenbildung, ja, bild mal, mach mal auch mal. Jetzt haben wir halt wieder modsmäßig Programme am Start, aber halt, jetzt habe ich vergessen, den Terminplan anzuschauen. Die Grundlagenbildung würde ich aber gerne am Nachmittag machen. Und die Gruppentherapie machen wir auch am Nachmittag. Nicht, dass es nicht alles zeitgleich ist. Muss ja nicht sein. So. Kostet jetzt wieder ordentlich Geld, aber hey, wir haben's. Also, was soll's? Und wir haben ja gewisse Verantwortung auch, ne, unseren Häftlingen gegenüber.
Aber ich meine, da ist jetzt noch nichts Schlimmes dabei gewesen, was man da gefunden hat. Oder ich, zumindest aus dem Augenwinkel hätte ich jetzt gesagt, war da jetzt nichts dabei, wo ich sage, oh, da kann ich jetzt schlecht schlafen. Ne? So, wo ist jetzt der andere gelbe Menschenskinder? Sieht man jetzt natürlich nicht, wenn sie profen, gell? Das ist auch schwierig. Beziehungsweise, Moment, das kann ich doch... Häftlinge? Da ist er, genau. Da ist er, der Kollege. So, ehemaliger Gesetzeshüter. Wegen Schwarzfahren, ein Jahr, mein Gott, lächerlich. Lächerlich. Ja, dem geht's aber auch gut. Ja, dann geht's hier viel zu gut, glaube ich. Oh, bei der hat super Werte. Der hat super Werte. Also, ich verstehe das nicht. Das mit den Bewertungen, das verstehe ich manchmal nicht. Was sagen denn die Bedürfnisse generell? Das sieht euch auch recht angenehm aus, ne? Ich glaube, denen geht's echt so gut. Man sollte da ab und zu mal ein bisschen, ne? Vielleicht was streichen. Sollen wir das letzte Freizeit streichen? Hehehe. Ja. Machen wir es. Sperren wir sie ein hier. Letzte Freizeit ist gestrichen, Freunde. Aus. Weißt du was? Und dich, beziehungsweise nicht dich, sondern euch, lassen wir nicht... nee, schwierig, nein. Machen wir nicht. Soll ich den 2 Stunden beim Essen lassen? Das ist ja auch albern, gell? Irgendwie ist das albern. Wenn ich 2 Stunden Essen mache... Ja, es sind schon arme Schweine, wenn ich ehrlich bin. Weißt du was? Ihr kriegt's. Ihr kriegt zweimal Freizeit und geht einmal am Tag richtig zu essen, 2 Stunden lang, ne? Dann seid ihr ja satt hoffentlich. Ich meine, die hier gehen dreimal zum Essen, das ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben. Ich neige dazu, den hier die früher einzuschließen. Dann ist vielleicht auch mal endlich dieses verweichlichte Rumgetue vorbei, dass es sich alle quietschwedel fühlen bei uns. Das geht ja gar nicht, ne? Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Wir sind hier nicht auf Urlaub. So, also Werkstatt. Schauen wir uns die Werkstatt mal an. Was brauchen wir hier? Tischsägen, Hydraulik, Presse und Tisch. Okay. Gehen wir, glaube ich, hin. Tischsäge, Hydraulikpresse. Ne, wieso eine Werkbank brauche ich nicht? Oder wie? Tisch, okay. Tisch. Tisch. Dann machen wir mal hier einen Tisch hin. So. Tischsäge. Oh, ist die groß. Kann ich auch nicht drehen, das blöde Ding. Tischsäge, Hydraulikpresse kann ich auch nicht drehen. Ja, großer Sport. Respekt. Vielleicht ist die Werkstatt ein bisschen klein, ne? Kann ich die nebeneinander stellen? Probieren wir mal aus. Wollen wir schon sehen. Wahrscheinlich haut es mir dann eh der Zünder raus, wenn ich hier mit dem Strom ein Problem kriege. Könnte ich mir mal vorstellen, dass wir da stromtechnisch ein Problem kriegen. Ah, wobei, nee, da sind wir noch auf einem guten Level. Das ist noch okay, also mal ein bisschen Geschwindigkeit. Was? Blech? Ich zahle jetzt für Blech. 290 Blech, habe ich gerade gesehen. 11 auf Bewährung, 2 Familien. 2 Neuankömmlinge, okay. Ah, halt, stopp. Wie sieht es mit den Subventionen eigentlich aus? Besuchsrecht, das klingt doch gut. Gemeinschaftsraum, Bilder, Fernseher, ja, habe ich. Genau, Klingeling. Was haben wir hier? Hundeführer, ach, die bewaffneten Kollegen haben wir nicht, genau. Zellenblock, steigern sie auf 50. Was haben wir hier? Fertigungsanlage, Nummernschilder, Bildung. Bauen sie einen Unterrichtsraum, 20 Stühle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind keine 20, bei Leibe nicht. Was ist das hier? Gesperrt. Sicher. Achso, dann brauche ich hier Programme. Okay. Wie sieht es denn generell aus bei uns? Immer noch 160.000. Ist unser Ladenwert. Und die Gefängniswertung 21% Rückfallquote. Naja, es sind 2 auf Bewährung entlassen und keiner rückfällig. Das ist sehr schön. Finde ich gut. 11 Häftlinge wurden entlassen. Jo.
So, also das scheint hier zu laufen. Die Werkstatt, das ist cool. Das ist das Blech, oder? Ja, tatsächlich, Blech. Und das Holz, das liegt hier einfach so rum, oder wie? Na gut. So, da gibt es dieses Moment, dieses Programm mit der Werkstatt, gell? Das habe ich noch gar nicht angeworfen. Ja, komm, machen wir das auch noch. Ist doch wurscht, oder? Ist doch völlig wurscht. So, oh, da hat der Kollege was erschnüffelt. So, und hier wird ein Schraubenzieher gefunden. Das sehen wir natürlich nicht gerne. So, hier ist wieder eine geheime, furchtbar geheime Notebook-Seite. Dankeschön. So. Muss ich mir das halt, ich muss mir das im Tagesplan nochmal anschauen. Wie lange geht denn das? Diese Werkstatt. Einführung 2 Stunden. Das war's, legen wir da hin. Beziehungsweise nächstes Mal am Nachmittag. Das machen wir am Nachmittag, ne? Dann haben wir 3-3. Dann konzentriert sich das nicht unbedingt so auf einer Zeit. Aber es sieht gut aus. Also, ja. Was hat der Hund gefunden? Da hat er. Hat er irgendwas gefunden? Hat die Lampe angebellt. Böser Hund. So. Du bist der Neue. Du auch. Unbekannter Ruf. Gewalttaten. Aha. 4 Jahre. 37% Rückfallquote. Nicht gut. Totschlag. Hä. Okay, von dem wissen wir auch noch nichts. Also gut. Schön. Was war mit unseren Informanten eigentlich? Was war mit denen? Könnten wir mal wieder ein paar aktivieren, ne? Das wäre gar nicht schlecht. Den möchte ich eigentlich ungern aktivieren, weil dann ist der sofort verdächtig. Ich glaube, das bringt gar nichts, wenn man den zum... Den schmeiße ich da raus. Genau, du bist raus, Junge. Brauch dich nicht. Du kannst ja gar nichts. Unterdrückt, ja. Außerdem sitzt du eh die ganze Zeit immer bei uns eingesperrt, ne, weil du nichts kannst. So, was? 500? Ui, 500 Dollar. 550. Besserungsprogramm. War das der Alki? War das der Alki? Nee, immer noch nicht. Das war wahrscheinlich die Summe von den Besserungsprogrammen, die jetzt angefangen haben. Schätzungsweise. Ja. Alter, was machst denn du hier drin? Ach Gott, ich habe wieder vergessen, da die Zuweisung zu machen. Ich denke immer doch, ja, ja. Großer Sport. Die juppeln in der Sicherheitszone rum und von euch hat es keiner gemerkt. Von euch hat es keiner gesagt. Freunde, Freunde, ihr lasst mich ganz schön hängen. War bestimmt Absicht, ne? Ihr wolltet bloß schauen, ob es der Haubi blickt. Würdet ihr bitte hier rausgehen? Danke, da raus mit euch. Ah, na, das sind Informanten. Schmarrn, bin ich doof. Die dürfen da sein als Informanten, ne? Schau, wie sie ausplaudern. Plaudern die jetzt was aus? Wo ist mein Informant hier? Oh, oh, das... Was heißt das? Wenn das so rot hinterlegt ist? Ach, die erstatten gerade Bericht, oder? Das heißt es vermutlich. Aber ist doch auffällig, wenn die da so lange drin sind. Das ist doch extrem auffällig. Was ist das? Stoisch, stoisch. Hier ist noch ein Informant. Furchtlos. Ja, erzählt mir ein bisschen was, ihr Spitzel. Erzählt mir ruhig was. Furchtlos klingt irgendwie nicht gut, ne? Den Schüchtern, die Bewaffneten machen uns so nicht ein. Genau. Ah, schau doch mal hier. Der hat ein Handy dabei. Ich glaube, das wurde mir doch den Spitzel. Halt mal, den sollte ich... Na, stopp, stopp, halt. Den darf ich jetzt nicht durchsuchen. Da kam auch ein Kommentar, wo es geheißen hat, pass auf, wenn du den durchsuchst, während die zwei am Petzen sind, dann werden die enttarnt. Duncan Brown. Okay, muss ich also aufpassen. Das fällt mir gerade noch ein. Danke für den Hinweis. So, wir werden euch wieder deaktivieren.
Duncan Brown. Na? Mein Freund? Du wirst gleich mal was abkriege. Das sage ich dir. So, ui. Hat man Zigaretten gefunden. Hat sich jemand erwischen lassen? Wer ist es? Meister Edwards, natürlich. Ach Gott. Ja, was soll ich sagen, ne? So, und der raucht jetzt wahrscheinlich heimlich hier. Da steht zwar, der trainiert, aber das stimmt gar nicht. Der raucht bestimmt einen. Da könnte ich ja wetten. Da könnte ich ja wetten. So, jetzt haben wir hier auch endlich eine Kamera drin. Jetzt sehen wir auch genau, was hier passiert, ne? Die zwei Herrschaften. Schaut mal, der hat fast 15 Dollar schon. Naja. So, hier wird fleißig gekocht. Nu? Schlecht geträumt, war? Wenn der Hund bellt, da werde ich immer, da zucke ich immer zusammen, weil ich nicht genau weiß, was los ist. Oh! Oh, oh! Meister Hancock, der nächste Informant. Hat man was gefunden? Was ist das? Zigaretten, natürlich. In welchem Knast sind Zigaretten verboten? Ja, in den, ich weiß nicht, in den Filmen. Also jetzt, wenn ich jetzt an die Verurteilten denke zum Beispiel, ne, da waren Zigaretten auch irgendwie Schmuggelware, aber es hat niemand was gesagt, wenn sie da... Hat ja jeder geraucht, eigentlich bald, ne? Hat ja wirklich jeder geraucht, dass sie nicht nur Werbung für irgendwelche Zigarettenmarken gemacht haben, war wirklich alles. So, da kommen unsere beiden Yellow People. Und hier wird... Ja, hier ist das große Fressen in der Kantine. Sieht doch mal alles recht ordentlich aus. Drei Vorfallberichte, dreimal Einzelhaft. Eieiei. Der ist ja noch relativ neu da, ne? Der ist relativ neu. Zwei Tage im Gefängnis. Ja, hat sich schon was eingefangen, so wie es aussieht. War schon frech, war schon böse. Selber schuld, Meister, selber schuld. So, und wenn ich auf die Uhr schaue, dann ist er eigentlich auch schon wieder Schicht im Schacht, ne? Auch schon wieder Feierabend. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das doch einfach so. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Danke nochmal für den Tipp mit den zwei, ja, Hundestaffeln, ne, für die Kantine und den Hof, dass mir das doch die Lappen gegangen ist. Meine Herren, aber gut, ne, kennt man ja nicht anders, verpeilt wie immer. Also nochmal, vielen Dank, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.